Guten Morgen, hallo ihr Techies da draußen. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu dem ersten von vielen, vielen IFA-Vlogs, die in den nächsten Tagen kommen werden. Und ich hoffe, es hallt hier nicht zu sehr. Ihr seht, der Raum hinter mir ist noch komplett leer, bis auf so ein paar Kisten und Werkzeuge da hinten. Jedenfalls, ich hoffe, ihr habt Bock drauf, mich die nächsten Tage zu begleiten. Und das Erste, was ich jetzt heute Morgen gemacht habe, ist das neueste Video online zu stellen. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, das ging gestern online, wenn ihr dieses Video seht. Und ich werde jetzt erstmal meine Tasche packen für die IFA. Beziehungsweise heute ist noch gar nicht die IFA, heute fängt die noch gar nicht an. Ich habe heute aber schon zwei Termine, nee, drei. Zu denen ich euch teilweise mitnehmen darf, denke ich. Und ja, ich würde sagen, ich packe jetzt mal meinen Rucksack. Den habt ihr ja auch schon gesehen, falls ihr das Video noch nicht gesehen habt. Indem ich meinen Kamerarucksack vorstelle, dann verlinke ich euch das oben auch mal im i. Und ja, genauso werde ich den Rucksack jetzt auch packen. Also ziemlich unspektakulär. Gut, ja, das ist unser neuestes Produkt, der Surface Hub 2S. Stellen wir jetzt aktuell zu IFA gerade vor. Mhm. Der Hub 2S ist für uns ein Device für die Zusammenarbeit, für das kreative Zusammenarbeiten. Mhm. Wir werden im Laufe des Jahres werden wir noch eine Batterie von der Firma APC, Schneider Electric, rausbringen. Die kommt hier unten in der Ablage rein. Hier ist aktuell noch ein Dummy drin. Und dann habe ich das Gerät quasi stromlos. Das heißt, ich kann im laufenden Betrieb den Stecker ziehen, kann dann zum Beispiel meinen Standort ändern und habe bis über 100 Minuten Laufzeit dann auf dem Gerät. Wie bediene ich das Gerät? Es ist ein großes Touch-Display. Wir haben hier ein 50 Zoll Display, Auflösung 4K plus, nehmen wir das als über 4K. Und ja, ich starte das Ganze mal. Ich mache mal eine kleine Gegenstelle auf. Das heißt, ich habe jetzt ein Meeting hier noch auf meinem Rechner. Ich buche meinen Surface Hub in Exchange, ist aufgesetzt als Ressource und ich gehe in den Raum rein oder wo ich den habe und sehe halt hier mein Meeting, kriege ich direkt angezeigt, André Hansel, und der Hub startet sofort die Konferenz. Die Videokamera wird eingeschaltet, man sieht das hier oben an der kleinen LED, die leuchtet auf, das heißt die Videokamera ist aktiv. Und hier oben ist ein bisschen mein Hinterkopf zu sehen. Das ist meine Gegenstelle, die ich hier habe. Ja. Das heißt, der Kollege ist schon im Meeting mit drin und ist sofort da. Das heißt, hier unten sehen wir unser Kontrollbildchen, was wir haben. Und kann jetzt einfach anfangen zu malen, die Agenda zu schreiben. Ich schreibe jetzt sofort auf dem Whiteboard die Agenda von heute Tag. Mhm. Zum Beispiel ein Quadrat. Ist jetzt nicht ein richtiges Quadrat geworden. Ja. Können wir helfen? Ich habe hier oben, klicke ich hin, kann jetzt hier Freihand in Form verändern. Und was macht er mir? Er macht mir ein richtiges Rechteck daraus. Das ist nur eine Vorstufe, denn ich kann hier habe ich auch die Funktion Freiheit in Tabelle zeichnen. Und ich habe jetzt eine einfache Möglichkeit, eine Tabelle zu erstellen. Mhm. Und er passt automatisch die Tabellenbreite in die Felder drauf an. Das heißt, je nachdem, was ich da reinschreibe. Wenn ich weitere Informationen habe, kann ich diese auch einfach mit aufnehmen. Läuft auch nativ auf dem Gerät, alles ist Excel. Ich nehme jetzt mal eine Demo-Datei, die ich hier habe. Die Demo-Datei kann ich noch größer machen. Das ist ein Excel-Sheet. In dem Excel-Sheet kann ich jetzt auch arbeiten. Kann jetzt hier hingehen, bestimmte Sachen markieren. Mache ich jetzt einen Screenshot davon. Und sagte mir, okay, was möchtest du? Das Ganze nehmen, alles aufschneiden? Sage ich, nee, ich brauche eigentlich nur diese Informationen jetzt hier. Nehme ich mit rein. Die hat dann jetzt hier oben reingefügt. Kann das verschieben. Nehmen wir zum Beispiel jetzt mal hier in mein Whiteboard und kann die größer machen. Und der Kollege kann dir auf dem Rechner kann entsprechend alles sehen, was ich hier mache. Das klappt ja auch irgendwie, also total verzögerungslos. Ja, und wir sind hier nur im Gäste-WLAN bei uns hier gerade drin. Also die sind auch jetzt nicht irgendwie per Ethernet-Kabel verkabelt, sondern wirklich ein sehr, sehr simples Gäste-WLAN. Ich kann mich auch auf dem Gerät anmelden, um meine Daten auch mehr anzeigen zu lassen. Dafür gehe ich hier auf Anmelden. Und was er jetzt fragt, ist zu sagen, okay, wer bist du denn? Und sage ich, okay, ich bin jetzt hier André Hansel, sucht mich hier aus, bin ich jetzt hier
Und was ich normalerweise machen müsste, ist jetzt mein Passwort eingeben. Wir nutzen jetzt einen zweiten Faktor. Ich habe mein Handy jetzt gerade mit. Ich sagte Benachrichtigung senden. Und hier auf dem Handy habe ich meine Authentifizierungs-App. Die habe ich geöffnet. Und sie schlägt mir jetzt vor. Ich sehe hier die Zahl 32. Die habe ich hier aus. Die muss ich jetzt hier auswählen. Einmal kurz noch mit dem Fingerabdruck, dass ich es bin. Und was er jetzt macht, ist, es ist ein Easy Sign-In. Das heißt, ich muss jetzt hier nicht mein Passwort eingeben, damit du mein Passwort zum Beispiel erkennst, wenn ich es hier auf der Online-Tastatur eintippe. Und was er jetzt macht, ist, ich habe ein vorbereitetes Whiteboard. Das heißt, das war bei mir abgespeichert unter meiner ID. Ich zeige nicht nur das Whiteboard von hier, meine Gegenstelle, sondern die Gegenstelle kann ich einladen und auch entsprechend mitarbeiten lassen. Ich schreibe zum Beispiel jetzt hier in dem Whiteboard mit was rein und schreibe jetzt hier Hallo. Und da sehen wir, dass dieses hier auch automatisch auf dem anderen Whiteboard zu sehen ist. Hier ist jetzt interessant zu sehen, was mache ich jetzt da? Natürlich kann ich jetzt drum rummalen, aber mit der Information möchte ich eigentlich weiterarbeiten. Mhm. Und wir haben hier eine neue Funktion eingebaut. Ich wähle das Bild aus und habe hier oben so einen kleinen Zauberstab. Das ist der Wizard. Den klicke ich jetzt an. Und dieser Wizard analysiert jetzt das Bild, was auf dem drauf ist, das Whiteboard, und hat mir die Inhalte erkannt und in das Whiteboard eingefügt. 2x habe ich hier unten eine Cartridge stehen, die ich dann austauschen kann. Die kann ich rausnehmen, dann kann ich dann eine, die 2x Cartridge reinstecken, die auf der einen Seite natürlich einen anderen Prozessor drauf hat, wo ich halt dann das Drehen machen kann und das Gerät entriegeln. Wie ist es, wenn wir jetzt zusammen daran arbeiten würden und wir jetzt beide einen Stift in der Hand haben, können die beide erkannt werden? Nee, das ist immer nur einer. Okay. Das ist immer, weil einfach wir haben festgestellt, auf dieser Größe vom 50 Zoll Device macht es eigentlich Sinn, dass wir nicht zusammen, sondern es wird immer nur einer arbeiten. Bei den größeren muss man gucken, ob wir dann wieder zwei Stifte machen, weil auf der ersten Generation hatten wir zwei Stifte ja gehabt. Schreibt sich schön. Das ist vom Gefühl her, von der Oberfläche, das ist schon, man merkt nicht, dass man auf irgendwie noch eine Oberfläche malt, sondern es ist schon so ein bisschen durch dieses Matte-Display schon so ein sehr, sehr angenehmes Schreibgefühl, drucksensitiv, wie ich arbeiten kann. Das ganze Gerät so rücksetze, macht der Hub und geht komplett zurück. Das heißt, was er macht, er setzt sich zurück. Er löscht alle Daten. Ich hatte mich ja angemeldet, ich habe irgendwelche Screenshots gemacht. Das heißt, aus Sicherheitsgründen bleibt jetzt aus dem Gerät nichts mehr zurück. Schöne Grüße aus Berlin. Ich war eben gerade schon bei Microsoft, das habt ihr ja auch schon gerade gesehen, was ich da gemacht habe. Ich habe mir das Surface Hub 2S angeschaut und jetzt überlege ich, wie ich die Zeit überbrücken soll bis zu meinem nächsten Termin. Und gerade überlege ich, ob ich da hinten mal diese E-Scooter ausprobieren soll. Wie geht das eigentlich? Ich so als Tech-Bloggerin, Tech-YouTuberin habe noch niemals so ein Ding gefahren. Noch nie. Und das wäre jetzt eigentlich eine ganz coole Gelegenheit, oder? Sollen wir das mal machen? Also ich hätte Bock drauf. Ich hoffe nur, dass ich mit meinem ganzen Zeug, mit meinem ganzen Rucksack, Stativ und dem ganzen Gedöns irgendwie und der Kamera dabei irgendwie noch mich darauf halten kann. Aber wir probieren das jetzt einfach mal aus. So, das ist jetzt hier so der Roller der Wahl. Das ist ein Tierroller. Von einem Unternehmen Tier. Da vorne seht ihr es. Und ich muss mir jetzt mal ganz kurz die App öffnen. So, die App sieht so aus. Und ich weiß jetzt nicht, sehe ich die Nummer hier irgendwo? Das ist nicht die gleiche Nummer. Der muss ja hier irgendwo sein. Da ist sie. Aber ich hätte gern... Ich hätte gern den anderen. Ich will den anderen haben. Hallo. Nee, irgendwie geht nur der. Dann müssen wir den wohl übel nehmen. Das ist jetzt halt der hier hinten, der ein bisschen... Der sieht schon ein bisschen abgeranzter aus. Was ist da passiert? Ah, jetzt habe ich es hinbekommen, den richtigen Scooter hier anzudrücken. Also jetzt haben wir den hier ausgewählt und das kostet 15 Cent die Minute. Das heißt, wir machen jetzt mal hier Fahrt beginnen. Ja, ich parke verantwortungsbewusst, dann beginnen wir mal, würde ich sagen, oder? Fahrt beginnt. Ich bin gespannt. Muss ich jetzt irgendwas tun? Ah, okay. Gut, dann packen wir mal das Handy weg und es geht los.
okay, ich hatte ja eigentlich geplant, jetzt irgendwie cool mit dem Roller mit der einen Hand festzuhalten und die Kamera mit der anderen, aber das geht absolut nicht. Also das kann man nicht machen, das wäre fahrlässig. Deshalb, ich probiere das hier mal ein bisschen weiter und ich stelle die Kamera einfach mal auf die Bank. Ich sitze jetzt direkt an der Straße. Ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem verstehen. Ich habe eben gerade diese kleine Tour mit diesem E-Scooter unternommen und es war in Ordnung. Ich glaube, man darf nur nicht mit so viel Gepäck irgendwie fahren, weil einen das Gewicht nach hinten natürlich verlagert. Und es braucht ein bisschen Übung, weil man sich ja so abstößt und dann auf den Knopf drückt und dann beschleunigt dieser Scooter eben. Und das halt von 0 auf 100, also von 0 auf 20 km/h, was einem doch schneller vorkommt, als es eigentlich klingt. Deshalb ja, muss man da irgendwie ein Gefühl dafür entwickeln, wann jetzt diese Beschleunigung losgeht. Und es gibt halt nicht diese, so eine leichte Übergangsphase, dass ihr so langsam beschleunigt, sondern halt so ratzfatz. Und deshalb verstehe ich auch schon, warum so viele Leute damit Unfälle bauen, warum es gerade so viele Unfälle mit diesen Dingern gibt, weil das braucht einfach Übung. Fertig. Aber ich finde es gut, dass das jetzt so eingesetzt wird in diesen ganzen Großstädten, einfach damit es auch so ein bisschen den Stadtverkehr entlastet. Aber die ja, verschönern das Stadtbild jetzt auch nicht gerade. Ne? Also wenn man sich hier mal so umguckt, die stehen halt an jeder Ecke und zwar von 100 verschiedenen Unternehmen. Und das ja, finde ich nicht so schön. So, und jetzt gehen wir zu meinem nächsten Termin und zwar ist der bei Yi Technology und die entwickeln, soweit ich weiß, Kameras. Also so kleine Kameras, auch Actioncams und sowas. Das war doch ein sehr entspannter Termin bei Yi Technology. Ich kann davon leider nichts zeigen, weil das alles noch unter Embargo steht. Also das ist noch alles unter Verschluss. Und am Freitag habe ich aber nochmal einen Termin bei denen und da kann ich euch ein bisschen mehr zeigen. Und die stellen mir wohl auch Testgeräte zur Verfügung. Also da könnt ihr dann auch gespannt drauf sein auf die Reviews von diesen Geräten, über die ich noch nicht sprechen darf. Aber ich bin jetzt auf dem Weg zu Microsoft. Heute ist ein sehr Microsoft-lastiger Tag, denn die haben jetzt noch eine Abendveranstaltung, zu der ich kurz gehe und dann auch schon wieder weg muss. Super stressiger Tag, aber ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Waren sehr coole, interessante Gespräche dabei und ja, morgen wird noch besser. Morgen sind wir endlich auf der IFA. Oh mein Gott.